Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, und falls manche von euch auch Subnautica spielen und vielleicht Mods installiert haben und jetzt seit gestern, was ist denn heute? Also so seit Montag vielleicht in Aufregung sind, dass die Mods nicht mehr funktionieren, da habe ich ein schönes Gedicht zu. Vom Master Tux. Ach, wie ist die Freude groß, Velvet streamen wie famos. Doch da schleicht sich ein Update ein, schreibt sich frisch ins Spiel hinein. Kickt die Mods, das Safe ist futsch, dem Well was in die Hose rutscht. Panisch fängt er an zu basteln, hofft den Stream nicht zu verhaspeln. Den Q-Mod drüber überspiel, ja, das bringt ihm schnell zum Ziel. Das Safe gerettet, der Schock ist weg. Nun geht's los, ran an den Speck. Und in der Tat, genau das war das Rätsel. Erstmal vielen Dank für dieses coole Gedicht. Also ich bin reingekommen und wollte hier noch Sachen reinbringen. Und hier stand nur noch das Ding da, die Modifizierungsstation und hier mein Erste-Hilfe-Pack da. Und dann dachte ich mir erst, ich habe mich im ROM geirrt. Und dann habe ich festgestellt, nee, alle Schränke weg, die Uhr weg, Inventar, komplett alles futsch. Es kam am Montag wohl das Update 85 von Subnautica raus. Das findet man auf Steam auch noch nicht in der Info, aber da kam eins. Und wenn ihr die Mods installiert habt, habt ihr auch diesen Q-Mod-Manager installiert. Und dieser Q-Mod-Manager hat eine Hauptdatei von Subnautica manipuliert, damit Mods überhaupt erst möglich werden. Und diese wurde natürlich durch ein Update überschrieben. Es gibt da noch keine neuen Versionen von den Mods. Braucht es auch nicht. Ihr müsst nur den Q-Mod-Manager noch einmal neu einspielen. Der überklatscht dann natürlich wieder die Version von dieser Subnautica-Library mit. Wahrscheinlich ist der Patch dann wieder raus. So, aber was willst du machen? So, also dann, so kann man sich behelfen. Ansonsten werden wir jetzt heute ja merken, was alles nicht funktioniert. Irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich hier irgendwie Tiefenunschärfe oder sowas eingeschaltet. Das wirkt so komisch. Ne, Bewegungsunschärfe habe ich eingeschaltet. Habe ich das schon immer gehabt? Ja, es wirkt schon anders, aber es wirkt auch nicht besser. Die habe ich schon immer dann gehabt, ne? Das macht mich gerade aber wuschig. Ich kann mir nicht helfen. Ich mache die mal niedrig. Ja, ach egal. Ich gucke da jetzt einfach nicht mehr drauf, das wird schon gehen. So, ja, wir haben reichlich Kyanid. Es ist an der Zeit, Upgrades zu machen. Und zwar Tiefenmodul. Okay, ja, doch, das Tiefenmodul brauchen wir so oder so. Da brauchen wir... Wie, nur 5 Titan? Ich habe mir viel Schlimmeren gerechnet. Wo liegt denn hier überhaupt Lithium? Habe ich überhaupt noch Lithium? Ja, aber hält sich jetzt auch in Grenzen, ne? So, dann nehmen wir 5 Titan hier. Dann holen wir mal aus dem Krebsanzug mal eben das Upgrade raus. Können wir da jetzt eigentlich über die Konsole drauf zugreifen? Achso, das war falsch. Da drüber. Das Tiefenmodul Stufe 1. Irgendwie fühlt sich das heute ein bisschen zäh an. Jemand hat übrigens festgestellt, dass dieser Schrankmod wohl für größere Lags in Basen oder in Unterwasserbasen oder in Höhlen, ne, kann ja nur in der Basis sein, sorgt. ZackTube, schönen guten Abend. Moin. Na? Ich dachte, du streamst heute. Wolltest du nicht Life is Feudal spielen? Oder? Ich habe diesen dezenten Twitter-Hinweis so verstanden, dass du Life is Feudal spielen wolltest vielleicht. Mit irgendjemandem. Mit einem alten Bekannten. So stand es ja irgendwie drin, ne? Achso, ja, das Kyanid. Wo hat er das denn einsortiert? 1, 2, 3. Hä? Rutscht das da jetzt immer wieder nach? Nee, wo ist es denn hin? Ich hab doch mehr gehabt. Hydrin, vielen lieben Dank für den Resub, für den 3. Monat. Dankeschön. Heute habe ich was anderes vor. Ach, war das ein anderer Tag dann, ja? Habe ich mich geirrt. So, dann brauchen wir noch für die hier Tiefenmodul. Sag mal, wo ist denn jetzt, wo ist denn der Krams hin?
Habe ich hier noch einen anderen Schrank mit Annie? Ach, hier steht Kürni drauf, ne? Ey, Mann, und ich wollte mir schon Sorgen machen eben. Ernsthaft. Meine Güte. So, wie gesagt, erstmal die ganzen tiefen Upgrades. Das brauchen wir auf alle Fälle, um da runterzukommen. Und ich war heute schon wieder am Überlegen, ne? Ich denke mir, 1700 Meter, das ist genau das, was wir wollen. Ich war heute schon wieder kurz im Überlegen, wo es rausgeht. Da. Also ich könnte natürlich auch wieder mit dem Anzug runter, ne? Das würde gehen. Wieder mit dem Anzug runtergehen und mich von da aus dann zur letzten Basis durchhangeln. Aber das habe ich letzte Season gemacht. Also das wäre auf alle Fälle... Genau, heute ist Badespaß mit Well. Okay. Ach so, Stream ist morgen erst. Okay, alles klar. Stufe 2 passt. So, was fehlt uns hier noch? Was könnten wir denn noch Schönes... Ach so, ja, gut, Strom ist alle. Moment, da fällt mir ein. Wo habe ich die überhaupt gelassen? Die sind voll, ne? Ionenbatterie. Die sind auch alle voll. Die habe ich rübergeschaufelt, ne? Die Basis, ne? Das müssen wir auch nochmal schweißen. Ich hoffe, das geht mittlerweile. Also ich habe mir jetzt doch vorgenommen, ganz regulär in dieser Staffel mit der Cyclops unten zur letzten Bastion zu gehen. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir sie schrotten, die Valuga. Also ich rechne nicht unbedingt damit, dass ich das Schiff mit zurücknehmen kann. Da. Ich hoffe, diesmal geht's. War das Loch nicht letztes Mal auf der anderen Seite? Ich dachte, das wäre hier gewesen und es ging nicht zu schweißen. Mir war doch so. Ist es denn jetzt wieder in Ordnung? Ja, keine Schäden mehr. Kann man ja von hier aus reingucken. Ja, gut. Ach, und sind überhaupt noch... Sind eigentlich die Larven noch hier? Ich hatte mich ja ausgelockt und gut vorher gespeichert, aber... Ne, sieht nicht so aus. Ich glaube, die Lava-Larven haben sich aufgelöst in Selbstgefallen. Das ist schade, dann überleben die das Ganze gar nicht, den Neustart. Oh doch, da ist eine. Guten Tag. Hallo, na? Na? Ach, ich finde die, irgendwie sind die süß. Irgendwie sind die süß. Und die saugen mir anscheinend doch keine Energie ab. Finde ich gut. Na? Geht sie jetzt zum Anzug und saugt sich daran fest? Das kann sie eigentlich ganz gut. Die machen lustige Geräusche, ne? Also, hier sind sie ja nicht so nervig. Irgendwie sind sie lustig. Ich habe das Gefühl, wir nehmen noch mehr mit. Eier legen die nicht, ne? Oder? Können die so ein Ei fallen lassen? Wir werden mal gucken. Welcome aboard, Captain. Tipp war es, Well. Ach so, das Loch auf der anderen Seite, ne? Komisch. Naja, gut. Welcome aboard, Captain. Wow. Hallo YouTube. 10 Monate schon. Das wird immer mehr. Mann. Ich glaube, du grüßt auch als erster das Jahr voll. Das ist so, ey. Das ist, ja, ein langer Zeitraum. Ich habe vorhin gelesen auf Twitter, dass bei Twitch jetzt Affiliates 12 Monate schon am Start sind. Ich war ja erst wie später dran. Dass da jetzt über 220.000 Leute quasi mitmachen. Also 220.000 Affiliates gibt es wohl. Das muss YouTube ganz schön wehtun. ja, so sieht's aus. Also das sind mindestens 220.000 Leute, die wohl auf gar keinen Fall vorhaben, nochmal jemals wieder auf YouTube zu streamen.
falls sie denn merken, dass sie es eigentlich auch gar nicht dürfen. Aber das ist eine andere Sache. Ach nee, Plastahlbahn wollen wir erzeugen. Ja, ne? Jedenfalls nicht zeitgleich. Armes YouTube-Sarkasmus, ja. Sehe ich auch. So. Stufe 3. Sehr schön. Das ist das. Will ich mit die mal machen? Nee, ne? Schwimmschlossen brauchen wir nicht. Neue. Die Motte hat, glaube ich, auch alle Upgrades schon, ne? Wo kann ich denn die. Ach ja, richtig, da vorne. Ich muss gleich mal was essen. Wir machen noch ein paar Upgrades für die. Nee, da. Keine Güte. Für den Anzug. Was wollte ich denn haben? Den Bohrarm haben wir. Den Wurfhakenarm haben wir. Schubkanone haben wir, glaube ich, auch. Der Sprungtriebwerk. Den Wärmereaktor, den hätte ich ganz gerne. Polyanilin, Gabelsatz und Kyanit. Das ist eigentlich auch nur der. Wir können den Torpedoarm nochmal mitnehmen. Säuretorpedo. Der Säuretorpedo ist aber auch nicht so richtig. Eigentlich bringt der Wirbeltorpedo unter Umständen mehr. Aber ich glaube, der Torpedoarm macht der nicht immer noch. Da muss man vorher speichern, bevor man den ausprobiert. Falls er immer noch Probleme macht. Polyanilin, Kabelsatz und den machen wir uns noch. Das ist ein Upgrade, was ich gerne drin hätte. Lass uns hier erstmal ein paar Kartoffeln essen. Vital signs stabilizing. So, passt ja erstmal. Polyanilin war nochmal wie herzustellen? Salzsäure und Gold. Salzsäure war ja Tiefenpilz und Salzablagerung. Habe ich denn hier in meinem Pirelle-Schrank? Ja, schade. Lass mal gucken, ob wir da oben welche haben. Habe ich da wieder was eingepflanzt oder nicht? Doch, haben wir. Sehr schön. Dann nehmen wir uns noch einen Tiefenpilz mit. Das passt. 3 Tiefenpilz sollte ja reichen. Oder waren es 2 Polyanilin? Nein, ne? Nee, kann mir nicht vorstellen, dass es 2 waren. Ich glaube mal nicht. So, dann haben wir hier ein bisschen Gold. Ach, Salz brauchen wir auch noch. Oh, das letzte Salz. Salzsäure. Polyanilin. Polyanil, Kabelsatz, ne? Ein Kabelsatz war ja recht simpel. 2 Silbererz. Ich habe noch keine Karte. Ich muss noch mal nach einer Unterkunft gucken für die Gamescom. Sonst würde ich eigentlich ganz gerne hin. Wo wollte ich jetzt hin? Achso, da hinten wollte ich hin. Sonst würde ich eigentlich mal ganz gerne hin. Wobei, die Gamescom selber ist mir da eigentlich nicht sonderlich wichtig. Weil, ach weißt du, ich weiß nicht, 3 Tage lang kreischende Teenager ist so eine Sache. Und ewig lange Schlangen und so. Ja. Ist doch 2-mal, ne? Aber ich würde es viel cooler finden, man hat ja dann mal die Möglichkeit, irgendwie 1-2 Leute zu treffen, irgendwie, weißt du, die du sonst noch nie gesehen hast. Wie zum Beispiel den Astrak. Der ist nämlich auf jeden Fall auf der Gamescom. Und ich muss immer noch mal Bad in Trouble anrufen, weil der wollte ja mal mit mir telefonieren. Der hat dann aber auch nicht angerufen. ich glaube, der hatte auch vor, dahin zu fahren. Und wir haben jetzt echt kein Salz mehr.
Okay, dann besorgen wir uns mal eben welches. Falls das dann klappt, also da kann Ihnen der Chef dann auch kurzfristig mal einen Strich durch die Rechnung machen. Das wäre leider nicht das erste Mal, dass das Bad up. Aber Bad in Trouble, den würde ich. Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Wäre ein Fest, wäre das. Wäre ein Fest. Wir werden uns so auf die Mütze hauen und dann werden wir uns sinnlos betrinken. So. Aber das wäre schon toll irgendwie. Ich würde dich wohl begleiten. Mhm. Bis vor die Tür, ne? Aldo. Netter Versuch. Brauchst du da nicht einen Dino-Sitter? Ja, man muss Dino auf alle Fälle mal ein frisches Wasser hinstellen. So ein Schälchen. Nee, kreischende Teenies will ich da wahrscheinlich nicht haben. Das ist auch okay. Es reicht mir schon, wenn mich 35-Jährige ankreischen. So. So, jetzt aber, ne? Alles klar. Wärmereaktor. Also ich war das letzte Mal. Ich war. Welcome aboard, Captain. Ja gut. Ich war auf der Gamescom mal. Quatsch, auf der Cebit halt mal, auf der Cebit Home und wo. Am besten war es eigentlich immer noch, als die Cebit. Und die Cebit Home, die es ja auch mittlerweile schon nicht mehr gibt, noch zusammen war. Also ganz, ganz, ganz früh. Das war so zu diesen Zeiten, wo ich eine der ersten 3D-Shutterbrillen auf hatte. Das war cool irgendwie. Aber ansonsten, da ist immer noch Platz für ein Upgrade. Was machen wir denn da mal Sinnvolles rein? Ich weiß es gar nicht. Brauchen wir noch irgendwas? Eigentlich reicht uns das, ne? Oder? Eigentlich sollte uns das reichen. Wir können mal gucken. Die Wählstimme für den Navi-Shop. Weiß ich, meinst du wirklich, dass ein Navi, was dich ab und zu mal fragt, wo du gerade bist, sinnvoll ist? Wenn es meine Stimme hat, man muss ja auch stillecht bleiben, sag ich mal so. Ich hege da ja meine Zweifel. So, Sonar, Shit-Generator. Hier hätte ich ganz gerne irgendwie noch ein, zwei Upgrades von. Habe ich nicht noch irgendwie. Habe ich nicht noch Strom bei mir? Ja, pass auf. Setzen wir das mal ganz kurz eben wieder unter Strom hier. Das ist ja so, wie es ist ja nervig hier. Ah, komm. Dann ist es da. Nein, das ist die nicht. Das ist die Ionenergiezelle, die sie suchen. Die muss hier hinten rein. Dann kriegen die Fischis auch gleich wieder was zu essen. Weil ich glaube schon, dass sie jetzt wieder anfangen am Schiff zu. Ah, dankeschön. Muss ich mich nicht mal selber noch kümmern. So, was haben wir denn hier? Oh ja, die Feuerlöschanlage. Die haben wir noch gar nicht drin, ne? Warum eigentlich nicht? Warum habe ich die denn nicht drin? Warum habe ich denn keine Feuerlöschanlage drin? Die kann ich schon lange bauen. Ich liebe das Risiko. Also die Feuerlöschanlage, da brauchen wir Schwefel und Aerogel, das kriegen wir hin. Und die, die machen wir mal. Die Ladeschachterweiterung. Das brauchen wir nicht. Da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Ei. Den könnte man natürlich auch machen, ne? Passt der da nicht vom Anzug hier rein? Wäre das nicht eventuell eine Alternative? Das ist doch viel besser, oder? Ist die Frage, bringt das Ding mehr, als die kleinen Viecher saugen können, ne? So schnell. Nimm doch ein Lagermodul. Achso, für den, gute Idee. Also die Feuerlöschanlage ist wichtig. Ja, Ladeschachterweiterung kann man mal ausprobieren. Ne? Das könnten wir da unten schon gebrauchen, wenn wir mit der Zyklop da wirklich hinwollen. Ja, dann machen wir das. Dann brauchen wir mal ein paar Aerogel. Du kommst mal eben wieder raus hier. Zack. So. Es ist halt für Upgrades. Weil da gehe ich nicht unvorbereitet mit dem großen Schiff runter. Welcome aboard, Captain. Ihr habt direkt was vergessen?
Weil, da brauche ich sonst gar nicht nachzugucken, wir brauchen auf jeden Fall hier... mehrere Gehsäcke noch. Dann pflanzen wir hier schon mal neu an. Zack. Und einer. Ich brauche noch irgendein Foto. Sie sind schon mal 20 Minuten und es ist überhaupt nichts passiert, was ich hätte fotografieren können. Was machen wir denn da? Was sollte ich denn mal fotografieren? Die Schränke, weil wir damit angefangen sind. Eine Ginkgo-Kur, ja. So. Nein, F6. So, mit Messer aber dann. So, machen wir das so und dann... So, dann bei Mod-Problemen fragen Sie bitte einen Arzt oder Master Tux. Irgendwo, aber das ist ein zu langer Titel, das wird nicht funktionieren. Was war denn hier? Aerogel, Gelsack und Rubin. Oh. Rubin, haben wir denn noch 4 Stück davon? 1, 2, 3, es sieht nicht gut aus. Wir brauchen mehrere... Wie viel brauchen wir denn davon? Mir war so, dass ich... Moment, Bilder, Aufzeichnungen, Datenbank... Irgendwann habe ich's. Da haben wir's. Das sind Fahrzeugerweiterungen. Zyklop-Erweiterung suche ich, ne? Da. Dafür brauchen wir 2 und dafür brauchen wir 1. Ja, dann geht sich das doch aus mit den 3 Rubinen. Haha, sehr schön. Mal gucken, für was wir noch Rubine brauchen. 2 Lithium, 3 Titan und das kann ich mir nicht merken. Ach nee, Schwefel. 3 Titan, 2 Lithium, 2 Schwefel. 3 Titan, 2 Lithium. Sag mal, Schwefel habe ich aber auch schon länger nicht mehr gesehen. Ne? Oder ist der hier drin? Echt jetzt? Ah, das passt ja aber auch für dich gerade mal so. Moment, ich habe noch eine andere Idee. Hier ist doch bestimmt noch ein Engpass. Das dachte ich mir doch. Das ist das Problem. Sind die da mittlerweile aufgeladen hier? Oh, da waren nicht mal welche drin. Ei. So geht das aber nicht. Toll, aber ich wollte sowieso jetzt noch nicht los. Ich habe noch ein paar andere Sachen vorher vor, bevor wir da hingehen. Nicht um Zeit zu schinden, ich brauche noch ein paar Sachen, meine ich jedenfalls. Guck mal, im Dunkeln sehen die auch ganz gut aus, ne, die Jungs. Ja, sonst ist nicht so dunkel, ne? Und die frieren sich sowas in den Arsch ab, die werden sich nicht freuen, dass sie hier sind. Warum sind das eigentlich nur noch 2? Wir hatten doch 4, oder? Ich glaube nicht, dass ich Autogramme auf der Gamescom da schreiben muss. Ich glaube, es wäre auch ein ganz komisches Gefühl, wenn man mal in so eine Situation kommen würde, glaube ich. Keine Energiequelle. Ja, dann pack die doch rein. Das hab ich nicht so. Okay, Feuerlöschanlage. Elementar wichtig. Und die Ladeschachterweiterung. Der Rest ist erfroren. Meinst du? Das hoffe ich nicht. Das wäre ja auch brutal. Zack und zack. Man könnte höchstens noch das Maschineneffizienzmodul austauschen gegen den... Oh, ja. Oh, pass auf. Da hätte ich aber schon noch Lust zu, mir hier nochmal so ein Wärme-Upgrade zu machen. Dafür bräuchten wir nochmal Polyanilin, Kabelsalz und 4 Kyanid.
Habe ich hier nicht noch Schwefel irgendwo von meiner Reise, von der letzten? Nee. Unglaublich, okay. Hm. Was ich mir noch ganz gerne herstellen will ist die besseren Energiezellen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. So. Das würde ich aber sagen, machen wir irgendwie in der nächsten Folge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich ja Schwein gehabt, dass mir das nicht komplett um die Ohren geflogen ist hier. Ich habe mit den Tiefenbitchen schon ganz abenteuerliche Sachen erlebt. Salz brauche ich wieder, ne? Ja, wieder dasselbe Spielchen. Wir haben hier natürlich wieder kein Salz. Geh weg. So, das suche ich mir nochmal eben. Und dann sehen wir, jetzt kreischt doch nicht alle so. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage, bis dann. Macht's gut. Tschüss.